Das Hausboot, das mehr Farben will. Ein ganz weißes und altes Hausboot liegt bei Neurouze auf dem Canal du Midi. Ganz weiß und ohne Farbe. Völlig vernachlässigt und niemand will mehr mit ihm fahren. Da kommt ein Marienkäfer. Sieht es da ganz alleine und traurig und sagt ihm, es sollte doch auf Reisen gehen, damit es etwas Farbe und seine gute Laune wiederbekommt. Als erstes kommt es zu einer Schleuse und befiehlt dieser. Hey du, gib mir etwas Farbe, aber gleich. Nein, niemals, du bist viel zu unfreundlich. Da fuhr das Hausboot ganz traurig fort. Es sagte sich, es sollte doch etwas freundlicher zu den anderen sein. Danach trifft es auf eine Platane und sagte zu ihr, »Guten Tag, Platane. Kannst du mir bitte etwas Farbe geben?« »Ja, schau mal, hier ist etwas grün.« »Danke dir, auf Wiedersehen.« Und das Hausboot, nun weiß und grün, begab sich auf seine Weiterfahrt, ein wenig wohler gestimmt. Bei seiner Ankunft in Castelnaudary sieht es ein Pastell. »Guten Tag, hübsches Pastell. Könntest du mir nicht etwas Farbe geben, bitte?« »Ja, bei mir gibt es Blau.« »Ich danke dir vielmals. Auf Wiedersehen, schöne Blume.« Und das weiße, grüne und blaue Hausboot fuhr zufrieden weiter. Am 14. Juli schaut es ganz andächtig auf die strahlende Cité von Carcassonne. »Sag mal, mein schönes Schloss, gibst du mir ein wenig von diesem Rot, welches dich so erstrahlen lässt? Aber sicher, mit Vergnügen. Wie nett du bist, mein Schloss. Bis bald.« Und das weiß-grün-blaue und rote Hausboot fuhr nun noch fröhlicher dahin. Dann trifft es auf eine Ente und fragt, »Guten Tag, meine kleine Ente, du hast so viele Farben. Ich möchte mich dir nicht aufdrängen, aber würdest du mir etwas davon abgeben? Ja, schau her, hier ist das Braun.« »Vielen Dank, du bist sehr nett. Auf Wiedersehen, Ente.« Und das Hausboot, nun weiß, grün, blau, rot und braun, fuhr dahin, ganz froh gelaunt. In Bis-Minervois bekommt es ganz große Lust auf das Gelb des Olivenöls. »Guten Tag, Öl, ich mag dein Gelb. Willst du davon?« »Da, nimm ein wenig.« »Oh, du bist aber lieb.« Und das Hausboot, nun weiß, grün, blau, rot, braun und gelb, führte seinen Weg fort und betrachtete sich dabei im Wasser des Kanals. Am Ende seiner Reise, in der Nähe von Sète, sieht es einen rosa Flamingo. »Guten Tag, rosa Flamingo. Weißt du, mit ein wenig rosa von deinen Flügeln? Hättest du alle Farben? Genau, du hast mich verstanden, Traumvogel.« Und das Hausboot fügte das Rosa vom Flamingo hinzu. Es war überglücklich, weil es nun so bunt war. Jetzt ist es nicht mehr traurig und alleine. Es sieht so hübsch aus und fährt nun die Menschen auf dem Kanal spazieren. Mit dem Marienkäfer, denn er weicht ihr nicht mehr von der Seite. Comenius Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.